Hallo, herzlich willkommen im Arcada Club. Heute möchte ich euch eine tolle Software für das iPad und das iPhone vorstellen. Replay heißt die. Und die macht aus kleinen Filmschnipselchen und Bildern ganze Filme. Und zwar mit tollen Effekten versehen und tollen Schnitten und toller Musik. Alles das mit wenigen Klicks. Und wenn man das selber machen würde mit iMovie oder einem anderen Videoschnittprogramm, da bräuchte man bestimmt 2-3 Stunden, um das so hinzubekommen. Und hier geht das in wenigen Sekunden. Ich starte die Software mal. Wer sie laden will, ihr findet den Link oben hier in diesem Artikel. Und die ist erstmal kostenlos. Ihr könnt also damit rumspielen und sie mal ausprobieren. Wenn ihr allerdings bestimmte Effekte freischalten wollt und diese Wasserlogos, die da eingeblendet werden, in die Filme weghaben wollt, dann müsst ihr 8 Euro bezahlen. Muss man aber nur einmal bezahlen und dann ist sie für das iPhone und iPad auch freigeschaltet und funktioniert da. Also meine Empfehlung ist, das Geld mal zu investieren, wenn ihr so kleine Filmschnipselchen machen wollt. Mir macht es riesen Spaß, ich habe es investiert, zeige euch jetzt, was geht und in 2-3 Wochen soll es auch ein Update geben, dann gibt es hier noch mehr Effekte. Aber wir gucken jetzt erstmal an, was die App bislang kann. Hier sieht man sie, nichts Besonderes, aber ich klicke jetzt hier auf Neu und wenn ich auf Neu klicke, kann ich einen neuen Film auswählen bzw. erstellen und ich sehe hier alle meine Filmchen und Bilder auf meinem iPad und die kann ich auswählen. Ich habe mal ein paar vorbereitet, um einen Film hinzukriegen. Mein Tipp ist, filmt einfach mal auf Spaß drauf los. Ein paar Kameraschwenks machen, mal irgendwo ranzoomen, um Objekte rum sich bewegen, dann sieht das schon ganz toll aus. Und ich wähle jetzt hier einfach mal die Filmschnipselchen aus, mit denen ich diesen Film erstellen will. Muss nicht alle nehmen, die sollen mal reichen. Und dann drücke ich auf Vorschau und dann wird der Film auch schon erstellt, mit einem bestimmten Effekt versehen. Wir sehen das hier, hier kommen jetzt diese Einblendungen. Und mein Film ist fertig. Ja? Text hat er eingefügt, Effekte hat er eingefügt, Schnitte hat er gemacht, Filter draufgesetzt. Toll, das war's. Aber ich kann hier unten in diesen Schablonen noch weitere Effekte auswählen. Wenn ich das Ganze zum Beispiel in so einem alten Touch haben will, einen Schwarz-Weiß-Film drehen will, dann drücke ich einfach drauf. Der Film wird neu erstellt und ich habe jetzt hier ganz neue Effekte mit drin und einen ganz neuen Videoschnitt. Und bei den Schnitten achtet das Programm im Hintergrund wirklich darauf, wo kann es schneiden, wo sind Gesichter in den Objekten, sodass es da auch die Ausschnitte richtig wählt. Alles das, was man sonst per Hand machen müsste, macht die Software quasi automatisch für euch und auch im Takt der Musik, die dazu ist. Die hören wir jetzt hier leider nicht, das kriege ich nicht übertragen, aber die Musik ist ja, teilweise ganz passend zu jedem Thema, manchmal auch richtig nervig. Aber ihr könnt eigene Musik dazu fügen, wenn ihr also Musik auf euren iPads oder iPhones habt, könnt ihr die auswählen. Die wird dann analysiert und danach werden die Schnitte gemacht. Wir können ja hier mal so ein bisschen durchgehen. Hier gibt es noch ein paar andere Effekte. TOS zum Beispiel ist eher so ein technischer Effekt. Ja, sehen wir hier so. Und ich klicke einfach hier nur drauf und schon wird das Ganze für mich hier quasi ja, in der Form erstellt, mit den Effekten versehen. Hier ist nochmal der andere Effekt, den wir eben schon gesehen haben, aber ich nehme nochmal diesen hier. Habe ich einen ganz anderen Effekt zum Beispiel, auch einen recht peppigen und modernen zum Beispiel. Ich kann aber hier mal vielleicht Jolly wählen. Ja, und ihr seht, alles unterschiedliche Effekte, alles ganz witzig zusammengeschnitten, immer auch mit Musik unterlegt. Und alles jetzt noch veränderbar. Und das machen wir jetzt mal. Wir können mal hier auf diesen Schieberegler in diesem Thema, in diesem viereckigen Kasten klicken. Dann geht nämlich hier ein Fensterchen auf. Und dann kann ich zum Beispiel hier andere Farbeffekte nehmen. Oder eben auch eine andere Schrift noch mit hinzufügen. Also so ein paar Sachen kann ich noch an dem Effekt verändern, die der Hersteller so vorgibt. Und der Film wird sofort daraufhin erstellt und ich sehe sofort das Ergebnis. Also schon eine tolle Sache. Wenn ich damit fertig bin, dann drücke ich einfach hier auf Fertig. Kann man noch mehr machen. Zum Beispiel habt ihr gesehen, dass da Delingsdorf und Ahrensburg stand. Ich sitze hier aber in Delingsdorf und das Programm hat selber den Standort ermittelt und das scheint in den Karten scheinbar mit Delingsdorf und Ahrensburg ja, abgespeichert zu sein. Ich will aber hier nur Delingsdorf stehen haben. Ja, und ich gehe hier nochmal an den Anfang. Ihr seht, diese rote Linie ist meine Abspielposition und mit der kann ich hier an den Anfang fahren. Und das möchte ich verändern. Und jetzt klicke ich hier rechts auf dieses Filmsymbol und dann sehe ich alle meine Filmszenen hier aufgelistet. Und da kann ich jetzt beispielsweise auf das A klicken für Textinformation und kann den Text verändern. Ich kann hier beliebigen Text reinschreiben oder eben den vorhandenen auch editieren. Drücke jetzt drauf und nun wird das bearbeitet. Und wenn ich zum Beispiel auch hier in dem Filmbildausschnitt einen Text haben will, dann klicke ich da einfach rein und dann kann ich das hier schreiben. Der Herbst zum Beispiel. Ups, das schreiben wir mal groß. Und fertig. Und nun wird auch dieser Text mit eingeblendet. Da muss das Programm nochmal andere Effekte verwenden, um das zu machen. Man muss ein bisschen berechnen, das Ganze. Und dann seht ihr hier, wie jetzt
mit einem anderen Effekt auch dieser Text eingeblendet wird. Da steht er. Ja? Ich kann hier auf die Musik klicken, kann andere Musikstücke auswählen, die vorgegeben sind beispielsweise. Manche lädt er dann auch aus dem Internet herunter, bindet die dann ein. Ihr könnt aber auf mehr Musik klicken und dann auf My Music Library und dann könnt ihr auf die Musik zugreifen, die ihr auf euren iPhones oder iPads habt und die werden dann auch eingebunden. Zuvor werden die allerdings noch analysiert, also die Takte werden gemessen, sodass der Schnitt nachher taktgenau stattfinden kann. Alles das macht die Software dann für euch völlig automatisch. Damit kriegt man natürlich tolle Effekte hin. Und ich kann auf das Werkzeugschlüsselsymbol klicken und zum Beispiel das Format auf quadratisch umstellen, wenn mir das Format lieber ist. Oder das Tempo verändern. Jetzt habe ich hier einen normal ablaufenden Film, der dauert 34 Sekunden. Ich kann das Ganze langsamer gestalten. Dann dauert der ja, auch 34 Sekunden, aber normalerweise würde hier diese Zeit sich ändern. Wir sehen, dass wenn ich auf schneller klicke, ist er zum Beispiel 23 Sekunden lang. Also auch hier analysiert das Programm, geht das überhaupt schneller oder langsamer? Dann mache ich das und ihr müsst es nur anklicken und habt dann entsprechend die Filme so verändert. Drücken wir auf Fertig, gehen hier oben noch auf den Zauberstab, nehmen mal so ein Herbstthema hier, haben wir wieder einen ganz neuen Effekt und einen ganz neuen Schnitt. Ihr seht, jetzt wird über das Bild auch so ein Gelbton gelegt und ein ganz anderer Effekt kommt noch mit rein. Wir sehen jetzt gleich auch so eine beschlagene Fensterscheibe, ich weiß gar nicht, ob die jetzt bei der Videoübertragung hier so mit rüberkommt, wahrscheinlich nicht so ganz. Aber einfach mal rumspielen mit den Effekten, da sind wirklich ein paar tolle dabei und dann kann man das eben hier verändern. Und ich gehe nochmal hier auf diese Videosymbole, denn da kann ich auch hingehen und sagen zum Beispiel, ich möchte diesen Filmausschnitt eigentlich direkt nach diesem Ausschnitt haben. Dann schiebe ich hier die Bildchen mir einfach so zusammen. Ich kann natürlich auch jederzeit aufs Pluszeichen am Ende klicken und noch weitere Filme oder Bilder aus meinem iPad hinzufügen. Ihr merkt, alles mit sehr wenigen Klicks möglich, wunderbar einfach. Und ja, wenn man dann fertig ist, dann kann man oben auf Speichern klicken und dann wird dieser Film jetzt in einer wirklich perfekten Auflösung gerechnet und ich kann ihn direkt veröffentlichen, zum Beispiel auf Facebook, Twitter, YouTube, per E-Mail verschicken, per WhatsApp verschicken oder per Instagram. Alles das möchte ich aber nicht. Was ich auch machen kann, und da habe ich den Schalter angeschaltet, ist, dass ich das in meinem iPad in den Fotos, in den Aufnahmeordner speichern will. Und dann habe ich es hier auf meinem iPad und kann es auf den Mac oder andere Geräte übertragen oder von da aus dann verschicken. Also, wenn der Film erstellt ist, soll er dort in dieser Foto-App landen. Ja, und dann drücke ich einfach hier auf OK und dann wird er erstellt. Das geht recht schnell, hier ist er schon fertig. Manchmal kann es aber sein, dass die Filme ein bisschen länger berechnet werden müssen, dann dauert das. Und dann macht das Programm witzigerweise ein kleines Spiel mit euch. Es gibt so ein Memory-Spiel, da müsst ihr dann Memory mit euren Filmausschnitten suchen. Ganz unterhaltsam. Das machen sie, weil während das Programm den Film komplett berechnet, das Programm auch ja, laufen muss. Ihr dürft es nicht wegklicken, dann funktioniert das nicht. Und damit man ein bisschen die Zeit sich vertreiben kann, kommt dieses Memory-Spiel halt. Ja, und ihr seht die Bilder und Filme, die ihr gemacht habt, dann alle hier in dieser Übersicht. Und sie sind jetzt hier in diesem Programm gespeichert. Das kann ich also nochmal bearbeiten und dann wieder exportieren. Das andere Bild ist aber in meiner Foto-App gelandet, der fertige Film. Also hier ist nur der Bearbeitungsschnitt im Grunde genommen. Und den muss ich irgendwann mal löschen, weil sonst wird mein iPhone auch voll oder mein iPad. Und dann kann ich hier unten auf diese Schieberegelchen klicken oder die Pünktchen und sage ich einfach löschen. Ja? So, und dann ist der erstmal wieder weg und die App ist wieder leer. Meiner Meinung nach eine tolle App, um wirklich unterwegs mal mit ein paar kleinen Filmchen, einen kleinen effektvollen Film in der kompletten Länge zu erstellen. So ein riesen Mammutprojekt würde ich damit jetzt nicht machen wollen, aber so um so 1, 2, 3 Minuten Clips zu machen, die so ein bisschen Stimmung rübergeben, ist das eine tolle, tolle Sache. Super einfach zu bedienen und es macht riesen Spaß. Meine Empfehlung, ladet euch die kostenlose Version mal runter, spielt ein bisschen damit rum. Ja, und wenn ihr denkt, Mensch, Peer, genau das Richtige, was du mir da gezeigt hast, dann zahlt 8 Euro. Ich meine, was sind 8 Euro? Ja, manche Zeitschrift kostet mittlerweile 8 Euro, die sich nur mit einem Spezialgebiet beschäftigt. Da finde ich, kann man den Entwicklern ruhig ein bisschen Geld geben. Ist jetzt nicht zu viel verlangt. Und wie gesagt, man kriegt kostenlose Updates. Demnächst soll es eine neue Version geben mit noch mehr Effekten. Also hat man da auch ein bisschen Spaß an diesem Programm. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im Club.